Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Talk auf Instagram. Mein Name ist Pauline Tillmann. Ich habe vor 5,5 Jahren das digitale Magazin Deine Korrespondentin gegründet. Da gibt es 10 Korrespondentinnen, die über spannende, starke Frauen weltweit berichten. Und ja, heute Abend machen wir unser erstes Live-Event auf Insta, weil wir normalerweise einmal im Jahr unsere Unterstützerinnen und Unterstützer einladen zu einem Live-Event, analog. Das war die letzten Jahre ein Kaminabend und letztes Jahr war es ein Inspiration Day in Berlin. Und da laden wir dezidiert Menschen ein, die uns unterstützen, und zwar auf der Mitgliederplattform Steady oder mittels Direktspende. Und dieses Jahr, wie sollte es anders sein, in Zeiten von Corona machen wir es online und digital. Und das heißt, die nächsten 60 Minuten werdet ihr vor allen Dingen nicht mich kennenlernen, sondern unsere Korrespondentinnen. Wir haben 3 unserer Korrespondentinnen am Start, die so ein bisschen erzählen werden, worüber sie gerade berichten und was sie so machen in ihren jeweiligen Ländern. Und versuchen dadurch, euch so ein bisschen die Korrespondentin näher zu bringen, dass ihr sie besser kennenlernt und vor allem eure Fragen beantworten. Also ihr dürft sie sehr gerne mit euren Fragen löchern. Im Vorfeld haben wir auch schon Fragen eingesammelt aus der Community und sind jetzt sehr gespannt, ob das heute Abend mit der Internetverbindung und mit allem anderen gut funktioniert, weil, wie gesagt, das ist ein Experiment. Wir machen das zum ersten Mal und wenn irgendwas schief gehen sollte, schon mal jetzt bitte Verständnis dafür. Bevor wir einsteigen, noch auch der Hinweis, dass wir einen Podcast haben, den haben wir im Frühjahr gestartet. Den kann man sich anhören und runterladen auf Spotify und Apple iTunes, Deine Korrespondentin, der Podcast. Da haben wir bislang 7 Folgen produziert mit unseren Korrespondentinnen, zuletzt auch mit Julia Neumann gesprochen, ein paar Tage nach den Explosionen in Beirut, weil sie in Libanon sitzt und da eben brandaktuell quasi von den Ereignissen berichtet hat. Und das könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören oder runterladen, wenn ihr gerne Podcasts hört. So, und jetzt steigen wir direkt ein und fangen an mit unserer Korrespondentin in Kolumbien, Katharina Wojcenko. Und ich versuche sie jetzt mal hier dazu zu holen. Jetzt Verbindung nach Bogota. Und ihr dürft sehr gerne. Hallo Katharina. Hallo, grüß dich Pauline. Hallo an alle, die zuschauen. Ihr dürft sehr gerne Fragen, die ihr habt, an Katharina in das Chatfenster schreiben. Dann können wir die direkt aufgreifen. Ansonsten habe ich natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet. Die würde ich dir einfach schon mal bis dahin stellen. Aber es geht wirklich darum, dass ihr die Möglichkeit habt, die Korrespondentin besser kennenzulernen. Und das heißt, dass ihr gerne eure Fragen loswerden könnt. So, und bevor wir die ersten Fragen hoffentlich im Chatfenster bekommen, stelle ich mal die erste Frage und fange so ganz vorne an, also quasi bei den Basics. Und würde natürlich gerne wissen von dir, Katharina, warum bist du überhaupt in Kolumbien gelandet? Also bei mir ist es so... Short, please. Ja. Also es ist so, ich bin auf einer Pressereise zum ersten Mal hierher gekommen und das Land hat mich total fasziniert. Da bin ich nochmal selbst hingereist und es ist so, mich bewegt dieses Land unglaublich. Also es lässt mich überhaupt nicht los. Und es liegt vor allem daran, also wir haben ja vor 4 Jahren hier ein Friedensabkommen gehabt zwischen FARC-Guerilla und dem Staat nach über 50 Jahren bewaffneten Konflikt. Und hier sind irgendwie alle Opfer, irgendwie haben alle unter diesem Konflikt gelitten. Und gleichzeitig sind die Leute so unglaublich hoffnungsvoll und positiv und fröhlich und versuchen, das Land zu verbessern. Das beeindruckt mich schwer. Gerade so als Deutsche, wo wir seit dem Zweiten Weltkrieg versuchen, Erinnerungsarbeit zu leisten, die Ungerechtigkeiten aufzuarbeiten. Und hier ist das alles so frisch und ich kann dabei sein und das miterleben. Das ist sehr faszinierend. Und Kolumbien ein wunderschönes Land, also Ruhe. Von Wüste bis Amazonas, Dschungel, alles da. Also es berührt mich zutiefst. Jetzt kam die Frage, seit wann bist du in Bogota?
Ich bin also in Kolumbien bin ich seit Oktober 2017 und in Bogotá bin ich seit Januar 2019 fix. Vorher war ich in Medellin. Genau. Gab auch die Frage im Vorfeld, wie ist eigentlich die Lage im Hinblick auf Corona in Kolumbien? Also wir hatten hier eine der längsten Quarantänen der Welt, also für ein halbes Jahr offiziell. Und die ist seit Anfang September haben wir eine neue Normalität, wo eigentlich jetzt fast alles wieder offen ist mit den Hygienemaßnahmen, Mundschutzpflicht überall. Aber wir haben über 26.000 Tote und es geht einfach weiter, weil halt viele Leute sich nicht an diese Mundschutzpflicht halten oder es nicht glauben und halt auch das Gesundheitssystem nicht so gut ist wie in Deutschland. Ich muss hier ein bisschen das Licht nachjustieren, weil mein Lichtmus ausgefallen ist. Wunderbar, so ist es bei Live-Schalten, ne? Ja, wir haben schon Da festgestellt, ich plant bin man die im Einzige, die Vorfeld. Tageslicht hat heute. Ich muss mich darum nicht kümmern. Bei mir ist Ja, ja, was ist weil jetzt wegen der hier? 1 Uhr Zeitverschiebung. mittags. Ja, wunderbar. Bei uns ist es irgendwie schon abends und da braucht man so ein bisschen Licht, aber gut, so ist es halt. Das nächste Mal muss ich dafür sorgen, dass der Akku geladen ist von dieser externen Lampe. Dann funktioniert das auch besser. So, also wir haben uns überlegt, dass wir quasi mit jeder Korrespondentin so 20 Minuten sprechen, bevor wir quasi zur nächsten Korrespondentin kommen. Und mich würde noch interessieren, Katharina, nachdem bisher noch nicht so viele Fragen aus dem Chatfenster ersichtlich sind, wie Eine habe ich ist es noch gesehen. eigentlich? Eine hast du gesehen? Also sag mal. Ja, wie ich mich auf Interviews vorbereite, hatte jemand Ah, gefragt. dann Ja, also beantworte. so viel wie es geht über die Leute lesen im Vorfeld, vielleicht auch Leute fragen, die sie kennen. Ja, und dann so ein kleines Manuskript schreiben, damit. Ein kleines Manuskript schreiben, dass ich nicht so chaotisch bin. Und ja, das ist eigentlich das Grundlegende für ein Interview. Okay. Du hattest ja auch vor einigen Monaten ein Recherchestipendium bekommen, gemeinsam mit anderen Kolleginnen von der TAZ. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu erzählen. Was ist der Schwerpunkt und was macht ihr da genau? Ja, also das Stipendium ist über die Bill und Melinda Gates Foundation und es geht um das um Wasser und Abwasser. Und zusammen mit vier anderen Korrespondentinnen für die TAZ haben wir das gewonnen. Die Julia, die auch bei deiner Korrespondentin ist, Julia Neumann ist auch dabei, die berichtet dann aus dem Libanon. Und wir versuchen herauszufinden, welche Probleme mit Wasser und Abwasser gibt es in verschiedenen Ländern, wie lassen die sich lösen und welche Rolle spielen dabei deutsche Entwicklungszusammenarbeitsgelder. Wie lange läuft das? Das läuft offiziell von September bis September. Aber wir sind eigentlich schon seit Juli dabei mit der Vorbereitung. Also Und ein das ist gutes dann so, Jahr werden dann Geschichten erscheinen. dass du ausschließlich das machst oder machst du auch noch andere Sachen? Für die Taz jetzt? Also mit dem Recherchestipendium heißt das einfach, dass man damit quasi auch Reisekosten abdecken kann oder was ist das quasi mehr, als was ihr sonst machen würdet? Oder ist es Ah, einfach okay. so ein großes Thema quasi, was man in mehreren Teilen abbilden kann, was sonst nicht möglich wäre? Also es ist ein Riesenbatzen Geld von 120.000 Euro, der dann allerdings etwas schrumpft, weil wir das natürlich aufteilen. Also wir müssen zusätzlich Leute anheuern, die uns helfen bei der visuellen Umsetzung für die Multimedia-Geschichten. Wir können Fotografen bezahlen und anheuern, die wir sonst nicht so oft haben, und Fotografinnen. Und dann kriegen wir auch noch mehr Honorar als sonst, also Recherchehonorare, und haben mehr Zeit einfach, um Geschichten tiefer zu recherchieren. Okay. Sigrid schreibt gerade keine Frage, sondern Lob. Danke für eure tolle Arbeit. Das freut uns Ach, wie natürlich sehr. schön. Vielen Herzlichen Dank, Dank, Sigrid. Sigrid. Aber es kam noch eine Frage von Michael. Hast du Verbündete, die dir helfen, wenn sich ein gewünschter Interviewpartner einfach verleugnet? Also vielleicht, wenn ein Interviewpartner nicht zur Verfügung steht oder quasi nicht mit dir sprechen möchte. Naja, in Kolumbien ist es meistens so, dass es irgendwie über Leute geht, die jemanden kennen, der jemanden kennt und über Empfehlungen und so weiter. Das heißt also, ich bin in so einem Ausländerjournalistinnen, Korrespondentinnen und Korrespondentennetzwerk, die wissen meistens dann irgendwie die Handynummer von irgendjemanden. Dann funktioniert das schon besser. Und wenn es Leute sind, die mir eine Auskunft schuldig sind und es nicht machen, dann kann man genauso wie auch in deutschen Medien dann schreiben, war zu einer Stellungnahme nicht bereit. Das wollen die meisten ja nicht, dass sie da so auftauchen.
Aber meistens funktioniert es dann über 1000 Ecken. Das Problem ist in Kolumbien, die Leute antworten so gut wie gar nicht auf E-Mails. Das funktioniert fast alles über WhatsApp. Das heißt, man braucht schon die direkte Telefonnummer, aber dann funktioniert es auch zu den komischsten Uhrzeiten. Also es ist etwas ungewohnt für deutsche Pressearbeit. Okay. Und wie ist es generell in Kolumbien? Also kannst du vom Journalismus leben oder musst du noch was anderes machen? Also manche Korrespondentinnen übersetzen ja nebenbei noch oder arbeiten für PR-Firmen oder dozieren zum Beispiel an der Uni. Wie ist das bei dir? Also ich habe am Anfang auch ein bisschen übersetzt, das mache ich jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel manchmal nehme ich so Aufträge entgegen, wenn zum Beispiel Journalistengruppen und Journalistengruppen herkommen, dass ich da die Orga mit übernehme. Oder ich mache manchmal auch Geschichten für NGOs. Gerade arbeite ich gerade für eine Menschenrechtsorganisation, die halt eine Reportage braucht aus Kolumbien. Und sowas mache ich schon. Okay, und es kommt eine Frage, sprichst du die Sprache, also Spanisch, perfekt? Oder auch schon bevor du nach Kolumbien gegangen bist, hast du das auch schon gut gesprochen? Wie war das? Ich habe irgendwie vor über 10 Jahren mal 2 Semester in Spanien studiert und habe mir da Spanisch sozusagen beigebracht und auch, da konnte ich es ganz gut und das lag dann so 10 Jahre auf Eis ungefähr und dann musste ich das alles wieder reaktivieren und das Spanisch in Spanien ist ja auch ein bisschen anders als das in Kolumbien. Also ich spreche es garantiert nicht perfekt und vor allem ist es sehr lustig für die Leute hier, weil ich das R nicht aussprechen kann. Das muss ja irgendwo hier oben gerollt werden und bei mir ist es irgendwo da unten wie so ein Frosch im Hals. Aber ja, es kann auch mal ein Eisbrecher sein. Und trotz deinen bayerischen Wurzeln kannst du das R nicht rollen. Das überrascht mich jetzt. Ja, ich bin hochdeutsch sozialisiert in einem bayerischen Umfeld und die Bayern haben es halt auch woanders. Und am besten können es ja die Franken und ich bin aus Niederbayern, gell? Okay, ich verstehe. Und wie ist eigentlich so das Frauenbild in Kolumbien, fragt Michael. Oh, da gibt es eine ziemliche Bandbreite. Also eigentlich ist das Land ziemlich macho-mäßig, aber es gibt gerade so unter den jungen Männern so um die 20 halt auch total feministische, die das alles nicht mehr wollen, so von wegen Frau sucht sich einfach einen Mann, um versorgt zu sein oder investiert in Schönheitsoperationen, um ihrem Partner zu gefallen. Also das ist zum Teil noch da, aber es gibt halt auch total starke Frauen und auch mehr Wissenschaftlerinnen zum Beispiel als in Deutschland. Also die Frauenbewegung generell ist viel stärker und auch ich habe das Gefühl, dass auch die Männer das mehr unterstützen als zum Beispiel in Deutschland. Also es ist eigentlich, wenn man über Gleichberechtigung und Ungleichheit in der Gesellschaft redet, dann ist das Frauenthema wirklich essentiell und obwohl es in der Praxis noch nicht so weit ist, ist das Bewusstsein wirklich weit verbreitet und das ist schön. Okay. Also, aber es ist zum Beispiel, ich war mal mit einem Fotografen hier unterwegs auf Recherche und gerade bei den älteren Herren so um die 50 war dann schon so, dass die erstmal zuerst nur mit dem Fotografen geredet haben, weil die davon ausgegangen sind, das ist der Chef vom Team. Und nicht, dass wir gleichberechtigt zusammenarbeiten oder dass ich ihm zum Teil sogar Anweisungen geben kann. Also, ja. Mhm. Aber die Dinge ändern sich. Im Vorfeld gab es auch eine Frage, vielleicht passend dazu, geraten Frauen bei Recherchen im Ausland eher in Bedrängnis als Kollegen? Was würdest du sagen? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Da ich kein Mann bin, kann ich schlecht also 1:1 vergleichen. Vergleichen. Wurdest du schon mal bedrängt bei Recherchen? Ja, schon. Aber sagen wir es mal so, oder? Es ist tatsächlich so, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich in schwierige Viertel gehe, dann nehme ich mir einen Mann mit. Mhm. Also, weil, man muss sich vorstellen, ich bin käsebleich, ich bin einen Kopf größer als alle hier, also ich falle auf wie ein Außerirdischer bei Recherchen und dann ist es immer besser, wenn man einen Einheimischen dabei hat und gerade in so Vierteln, wo vielleicht so unsichtbare Grenzen sind und bewaffnete Banden sind, da ist es gut, wenn man jemanden vor Ort dabei hat. Das kann auch eine Frau sein oder auch ein Mann, aber ich schaue immer, dass ich jemanden habe. Ich würde da nie alleine hingehen. Okay. Ich wollte noch sagen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, die hier in Kolumbien ermordet sind, ist, dass Frauen in der Regel vorher noch vergewaltigt werden, Männer nicht. Also das muss man halt sich bewusst sein. Ja.
Einen Schritt zurück vielleicht noch. Oh, jetzt haben wir noch mal zwei Fragen, bevor wir quasi zum Ende kommen und dann die nächste Korrespondentin einladen. Kathi hat gefragt, wie hast du den Sprung überhaupt ins Ausland als Journalistin geschafft? Wie schnell konntest du dort Fuß fassen? Und hast du konkrete Tipps? Vielleicht 1, 2, 3. Die drei goldenen Tipps für Kolleginnen und Kollegen, die ins Ausland gehen wollen und davon leben wollen. Katharina, also was sinnvoll ist. Ich bin immer noch dabei, es herauszufinden. Ich komme aus dem Lokaljournalismus und jetzt habe ich vor allem nationale Medien, also ganz andere Klientel als vorher. Und ich bin zum ersten Mal frei. Ich habe das vorher auch noch nie gemacht. Also, wenn man es besser machen will als ich, würde ich raten, bevor ihr ins Ausland geht, was sparen, weil es wird hart das erste Jahr. So, das zweite ist, vorher die Runde machen in den Redaktionen, euch persönlich vorstellen und Kontakte knüpfen, weil über Mail und Telefon, das funktioniert nicht richtig. Also das ist bombenhart. Und das dritte, sich überlegen, was man noch zusätzlich machen kann. Wenn man es irgendwie schafft, irgendein kleines fixes Einkommen mitnehmen. Also vielleicht irgend so ein, ich mache einmal die Woche das hier fix aus der Distanz, dass ich wenigstens schon mal, weiß nicht, 700 Euro fix auf dem Konto habe und das vorher anleiern. Ja, genau. So, das sind so die drei. Da fühlt man sich nämlich entspannter und muss nicht alles annehmen und sich zu vergaloppieren am Anfang. Das ist schon mal gut. Ansonsten auch der Hinweis, ich habe ja vor einigen Jahren ein iPad-Buch geschrieben, also ein E-Book, was ich euch schicken kann, wenn ihr wollt, frei arbeiten im Ausland, da sind schon mal so die ersten Tipps drin. Schreibt mir gerne eine Mail an pauline@deine-korrespondentin.de und dann kann ich euch das gerne zuschicken. Und bevor wir zu Julia Neumann nach, eigentlich wollte ich sagen, nach Beirut gehen, aber sie ist gerade auf Heimaturlaub in Deutschland, deswegen stimmt das nicht ganz, aber sie berichtet normalerweise aus dem Libanon. Noch die letzte Frage an dich, Katharina, von Michael. Worüber und wie berichten die Leitmedien in Kolumbien über politische und speziell umweltpolitische Themen? Was würdest du sagen? Hui, das ist ja ein Riesenfass gerade. Also, ganz einfache Frage zum Schluss. Also, wenn ich mich über Umweltthemen informieren will, richtig, dann würde ich eher auf die alternativen Portale gehen als auf die großen Namen, weil die machen das nicht in der Tiefe. Aber es gibt super, super unabhängige Medien, gerade Internetportale. Kann ich dir später auch schreiben? Wenn du mir schreibst, dann schicke ich dir das alles. Können wir auch weiterreden. Auf die würde ich mich dann stürzen, ja. Genau. Genau. Ey, wie gesagt, wenn ihr noch... Kontakte. Ja, genau. Ich bin ja auch auf Instagram. Ihr könnt mir gerne einfach schreiben, wenn euch noch was auffällt. Oder wenn ihr noch was wissen wollt. Super. Ich gucke mal kurz auf die Zeit. Ich glaube, wir gehen weiter. Katharina, vielen Dank. Ja, Grüße. Grüße. Mach's gut. Drücke ich jetzt auf X? Ich drück dich auf X. Ist gut. So. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch mit Katharina weitergeplaudert, aber wir haben uns ja vorgenommen, heute Abend drei Korrespondentinnen zu Wort kommen zu lassen. Und das heißt, ich würde jetzt als nächstes Julia Neumann versuchen, dazu zu holen. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Weil, wie ich es gerade schon gesagt hatte, die Julia sitzt normalerweise in Beirut, im Libanon. Und jetzt ist sie aber gerade, hallo Julia. Hallo. Jetzt ist sie gerade in Deutschland. Genau. Wo bist du denn? Nord, Süd, Mittel, Ost? Ich bin Mittel-Süden, unterhalb von Frankfurt. Okay. Und da bist du jetzt seit Donnerstag, ne? War das so? Genau. Donnerstag gelandet, PCR-Test gemacht und Freitag Nacht das Go bekommen, dass ich meine Verwandten besuchen darf und rausgehen kann. Okay. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das war im Rahmen unseres Podcasts, eigentlich so relativ unmittelbar nach den Explosionen in Beirut. Und da hattest du erzählt, wie du die Lage damals wahrgenommen hast. Wie ist die Lage momentan im Libanon? Was würdest du sagen? Also es ist ein bisschen ruhiger geworden. Die Menschen nach der Katastrophe haben ja zunächst erstmal aufräumen müssen, sind auf die Straßen gegangen, nicht nur um Steine aus den Häusern zu räumen, um ihre Geschäfte zu reparieren, um
die Stühle wieder gerade zu rücken, die Fensterscheiben zu erneuern und so weiter, sondern sie sind dann auch auf die Straße gegangen zum Protestieren gegen die Regierung und gegen die Politiker, die sie als korrupt bezeichnen, wie ich finde auch zu Recht. Und das hat sich ein bisschen entspannt, nicht weil sich die politische Lage entspannt hat und auch nicht, weil sich die Lage nach der Explosion entspannt hat. Also die Regierung ist zurückgetreten, es gab dann einen neuen Ministerpräsidenten und der ist jetzt wieder zurückgetreten, weil er gesagt hat, er kann keine unabhängige Regierung formen, weil eben die politischen Strukturen so sektiererisch sind, dass eben jeder was vom Kuchen abteilen möchte und jetzt hat der Libanon immer noch keine Regierung. Auf den Straßen, in den Häusern selbst sieht es so aus, dass viel repariert werden konnte, aber es ein großes Problem gibt, dass es nicht nur zu wenig Glas und zu wenig Metall und zu wenig Rohstoffe gibt, sondern auch, dass die importiert werden müssen und deshalb unglaublich teuer sind, weil alles in US-Dollar bezahlt werden muss und das libanesische Pfund, Lira genannt, knapp 80% an Wert gegenüber dem Dollar verloren hat. Und deshalb haben immer noch viele Häuser keine Fenster, keine Türen, weil eben die Menschen sich das nicht leisten können und auf Hilfen aus dem Ausland angewiesen sind, beziehungsweise auf internationale Organisationen. Und auch da lief, was ich gesehen habe vor Ort, die Koordination ein bisschen schleppend, eben weil zu viele Organisationen zu viel wollten im Endeffekt und dann bei einer Familie irgendwie 5 Organisationen vor der Tür standen und sagten, wir wollen jetzt mal Fenster vermessen, aber im Endeffekt dann niemand das wirklich angegangen ist und die neuen Fensterscheiben auch eingebaut hat. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es also schon vor den Explosionen eine massive Wirtschaftskrise gab im Land. Hat sich die durch die Explosion noch weiter verschärft? Also die Wirtschaftskrise hat sich verschärft, allerdings nicht durch die Explosion. Vielleicht ein bisschen im Gegenteil, denn durch die Explosion kamen viele ausländische Gelder, also starke Währungen wie Euro und Dollar ins Land, um den Menschen zu helfen und um auch Essen zum Beispiel zu fördern. Essen war teilweise noch subventioniert durch die Regierung. Das wird demnächst wohl aufhören. Das heißt, wir werden nochmal sehen, dass Essen teurer wird. Also eine direkte Verbindung gab es nicht. Aber dadurch, dass die Politik jetzt stockt und dadurch die Reformen stocken, dadurch wird die Wirtschaftslage wiederum verschlimmert und das Pfund nimmt noch mehr gegenüber dem Euro ab, eben weil keine Regierung gebildet werden kann, die eben die Krise angehen kann und auch Wirtschaftsreformen, ja, durchdrücken kann. Also ihr könnt gerne eure Fragen nach wie vor ins Chatfenster schreiben. Dann können wir sie direkt auch Julia stellen. Ansonsten habe ich natürlich so ein paar Fragen vorbereitet. Mit denen würde ich jetzt einfach mich mal weiter behelfen. Bis Fragen kommen aus dem Publikum. Momentan schauen 21 Leute zu. Das freut uns sehr. Und es können gerne noch mehr werden. Vielleicht interessiert diejenigen, die dich noch nicht kennen, Julia, warum du überhaupt in den Libanon gegangen bist. Das ist ja vielleicht nicht so ganz naheliegend für eine deutsche Journalistin. Ja, ich hatte ein Auslandssemester in Marokko gemacht und habe in dem Zuge ein bisschen Arabisch gelernt, um mich ein bisschen verständigen zu können und das Land besser zu verstehen. Habe dann ein Jahr in Marokko gelebt und studiert und fand die Themen sehr toll, die wir da behandelt haben. Und das hat mir auch sehr viele neue Perspektiven eröffnet. Und mit den Perspektiven habe ich dann natürlich als Journalistin, als ausgebildete Journalistin, mir die Berichterstattung angesehen und habe gesehen, okay, ein paar Dinge würde ich vielleicht anders machen und gefallen mir nicht so gut. Zum Beispiel die sehr eurozentristische Perspektive auf die arabisch sprechenden Länder, viele Vorurteile, die es da gab und auch immer noch gibt und die wollte ich gerne abbauen. Und dann habe ich im Libanon studiert für ein Semester, also ein halbes Jahr, und hatte dann schon Kontakte und wollte auch gerne wieder zurück und von dort aus dann berichten. Und so ist das gekommen. Die Leute wollen wissen, ob du überhaupt Arabisch sprechen kannst. Sag mal, was auf Arabisch sagt Karim. Merhaba, Anna Julia, und Anna besagna bil Beirut, bis halla Anna bil Frankfurt, bil Medina Arib min Frankfurt, und ما شفت عائلتي منذ 20 سنوات وكتير مبسوطة أنا بالألمانيا هلا. Ja, sag du. Ich bin Julia und ich lebe eigentlich in Beirut, aber jetzt bin ich in der Nähe von Frankfurt und bin sehr glücklich, dass ich meine Familie sehen kann. Oh, also schön. Ich spreche Arabisch und ich habe Hocharabisch studiert
und spreche aber jetzt ja so eine Mischung aus Hocharabisch, Libanesisch und Ägyptisch, weil ich auch ein Jahr in Ägypten gelebt habe. Also die Korrespondentinnen haben eigentlich alle eine spezielle Expertise quasi in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region, können meistens die Sprache fließend. Ich habe 4 Jahre als Auslandskorrespondentin in St. Petersburg gelebt und habe über Russland-Ukraine berichtet. Ich kann auch noch mal kurz auf Russisch unsere Zuschauerinnen begrüßen. Dobry wieczór всем. Очень рада, что вы смотрите нас сейчас на Инстаграме. Мы рады, если у вас есть вопросы, которые, конечно, можете нам задать. So, und jetzt gab es noch eine Frage von Micha: Wie werden die Flüchtlinge im Libanon behandelt? Was würdest du sagen? Ja, nicht gut. nicht gut, aus dem einfachen Grund, dass immer gesagt wurde, dem Libanon fehlen die finanziellen Mittel. Und die Politiker, also hauptsächlich Politiker, muss man sagen, einfach die ja, Geflüchteten als Leute gesehen haben, die auf Durchreise sind und am liebsten wollten, dass die weiterziehen, gehen Europa beispielsweise und sie auch so behandelt haben und dann eben gesagt haben, wir haben selber kein Geld und dann die Geflüchteten so als die Sündenbocke genommen haben, warum viele Dinge im Land falsch laufen, warum es zum Beispiel keinen Strom und kein Wasser gibt, weil es dann gesagt wurde, naja, wir haben so viele Menschen, die wir versorgen müssen, das können wir gar nicht leisten. Und deshalb sind viele Geflüchtete in Camps untergebracht und diese Camps sind eben auch nicht gut mit Infrastruktur, also sprich Wasser, Strom und so weiter versorgt. Viele Syrerinnen und Syrer dürfen auch nicht arbeiten, genauso wie Palästinenserinnen und Palästinenser. Die dürfen nur in einigen Bereichen arbeiten, also sind da auch sehr, sehr eingeschränkt in der Berufswahl und werden auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert und eben nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch im alltäglichen Leben, vor allem Syrer, weil Syrien bis 2005 den Libanon okkupiert hatte. Gibt es eigentlich viel Konkurrenz im Libanon? Also ich glaube, im Zuge der Berichterstattung kann ich mich erinnern, nach den Explosionen gab es ja viele so Parachute-Journalisten, also quasi Journalisten, Fallschirmjournalisten nennt man die ja auch, die in den Libanon gekommen sind, um von da eben Live-Schalten zu machen. Du hattest das, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Porno-Journalismus quasi bezeichnet. Katastrophenporno, hatte ich gesagt, Ach, ja. Katastrophen. Aber, Erzähl noch mal, was du damit also gemeint hast. Pornojournalismus mache ich noch nicht. Muss ich auch hoffentlich nicht machen. Noch läuft es gut Katastrophenporno-Journalismus. finanziell. Ja, erzähl, was du mit dem Katastrophenporno gemeint hast. Damit meinte ich nicht die Journalistinnen und Journalisten, die parachuten, das heißt also nur kurzfristig ins Land kommen. Klar, die gibt es bei jeder Katastrophe, ob das jetzt im Libanon ist oder in Japan oder sonst im anderen Land. Damit meinte ich eigentlich diese Maschinerie, die dann anläuft. Also das dann in den Redaktionen, die sich natürlich auch verstärkt mit Nachrichten beschäftigen, dann auf einmal ein Interesse an dem Land da ist und dann auf einmal jemand gebraucht wird, der ganz schnell sich hinstellen kann, berichten kann und dass damit aber auch einhergeht, dass im Endeffekt so ein Katastrophenjournalismus gemacht wird und ein Journalismus der Superlative und zwar ins Negative und dass wir als Korrespondentinnen und Korrespondenten dann quasi in so einen Sog geraten, dieser Berichterstattung, in der wir jetzt mal die Krise erklären müssen und im Endeffekt Tränen zeigen sollen oder Trümmer zeigen sollen und in dieser Maschinerie sind, in der wir quasi diese ganzen schlimmen Bilder sehen möchten. Okay. Und wie lange hat das eigentlich angedauert? Also wann waren die ganzen Fallschirmjournalistinnen wieder weg? Die waren so 5 Tage da. Also ich kann es nicht genau sagen, weil um ehrlich zu sein, war ich natürlich auch sehr auf meine Berichterstattung konzentriert und fokussiert und konnte jetzt in dem Zeitraum gar nicht so beobachten, okay, was machen eigentlich die anderen und wer Ja. veröffentlicht wie, wo, was, sondern es ging bei mir natürlich auch sehr darum, okay, was kann ich liefern? Und ich habe Interviews gegeben und war vor Ort und habe bis tief in die Nacht Material geschnitten und so weiter. Von daher kann ich nicht genau sagen, wer jetzt wie lange da war. Und ja, ich muss auch sagen, es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich gut mit der Region auskennen und aber einfach nicht in der Region leben, sondern eben alle paar Monate da sind. Also das ist dann nicht wirklich Parachuting. Aber klar, es gibt auch die Leute, die in der Redaktion in Deutschland sitzen, sich
gut mit der Redaktion, mit der Region auskennen, aber dann für 4, 5 Tage ins Land fliegen, die Berichterstattung machen, dann wieder zurück in die Redaktion gehen. Für welche Medien berichtest du denn aus dem Libanon? Fragen die Freisteller. Hauptsächlich für die Taz, die Tageszeitung, und für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, den WDR und dann, was noch so anfällt, also Medien, für die ich ab und an mal berichte, beispielsweise die Deutsche Welle. Michael fragt, wie nimmst du die demokratischen bzw. autoritären Strukturen im Libanon wahr? Behindert oder fördert das deine Arbeit? Gute Frage. Also es ist von außen gesehen eine Demokratie. Wenn ich mir es genau angucke, würde ich es nicht als Demokratie bezeichnen, sondern als eine Oligarchie, in der mehrere Familien und ihre Parteiführer, also die Familien stellen die Parteiführer, die Macht unter sich aufteilen. Das sind hauptsächlich 6, 7 Männer, die Macht unter sich aufteilen und die natürlich dann deren Strukturen sich irgendwie durchziehen. Von daher würde ich da jetzt nicht von einer Demokratie sprechen, weil es eben wenig unabhängige Menschen gibt, die beispielsweise im Parlament oder dann eben in der Regierung sitzen. Und es gibt auch nicht, so wie wir das kennen, eine Art Parteigrundlinie, die sich jetzt grundlegend von der Grundlinie der anderen unterscheidet. Oder es gibt sie in der Theorie, also dass dann in der Theorie die eine eher die rechte Partei ist und in der die andere eher die sozialistische, aber in der Praxis macht es dann doch nicht viel Unterschied. Ob es meine Arbeit behindert, war die Frage. Also die Pressefreiheit war sehr gut im Libanon, bis vor knapp einem Jahr im Oktober die Proteste angefangen haben. Und da muss ich sagen, dass unsere Arbeit massiv behindert wurde. Zwar nicht direkt durch die Politik, aber durch das Militär und durch die Polizei, die beispielsweise kontrolliert haben, die sich nicht darum geschert haben, ob Pressevertreterinnen und Vertreter bei den Protesten sind und berichten und Tränengas abbekommen, die auch Tränengaskanister schon gezielt, kann man sagen, auf uns Journalistinnen und Journalisten geworfen haben und auch mit Gummigeschossen, also Geschosse, die mit Gummi ummantelt sind, auf uns auch geschossen haben. Es gibt auch einen Kollegen von mir, einen amerikanischen Kollegen, der verhaftet wurde. Dem wurde dann etwas unterstellt, und zwar, dass er Material für ein feindliches Land geliefert hätte, für einen Fernsehsender, und das konnte aufgelöst werden, dass dem nicht der Fall war. Aber der war auch inhaftiert, und da gab es auch mächtig Ärger, und dem wurde dann nahegelegt, auch das Land zu verlassen. Also Militär und Polizei greifen tatsächlich deutlich härter durch, als dem vielleicht vor 2 Jahren noch der Fall war. Für diejenigen, die erst in letzter Zeit zugeschaltet haben, hallo, das ist unser erster Live-Talk auf Instagram. Wir sind deine Korrespondentin. Wir, das bin ich, die Chefredakteurin Pauline Tillmann und 10 Korrespondentinnen, die weltweit über spannende Frauen berichten. Und zwar auf unserer Webseite www.deine-korrespondentin.de. Und Julia Neumann berichtet normalerweise für uns aus dem Libanon, ist gerade auf Heimaturlaub in Deutschland. Und wir haben noch 5 Minuten mit dir, bevor wir zu Mareike kommen. Und wir haben 2 Fragen im Chat bekommen. Eine Frage davon ist, was gefällt dir am besten in Beirut? Was gefällt mir am besten in Beirut? Die Vielfältigkeit der Themen, über die ich berichten kann, die Unterschiedlichkeit der Menschen dort, die unterschiedlichen Lebensweisen und dass mir nie die Fragen ausgehen. Und dann die Frage von Eberhard. Olli, wie ist denn das Interesse an deiner Berichterstattung in den Redaktionen, wenn es kein Nachrichtenereignis gibt? Gute Frage. Ja, gute Frage. Also ich bin in den Libanon gegangen, eben nicht um nur Nachrichten zu produzieren, sondern eben auch um längere, tiefergreifende Stücke liefern zu können. Und da war das Interesse schon hoch. Ich habe einen konstruktiven Ansatz und einen lösungsorientierten Ansatz. Und ich glaube, dass das in den Redaktionen immer gefragter wird in letzter Zeit. Also, dass wir sagen, wir brauchen nicht nur die Nachrichten, weil die Nachrichten sind eben sehr negativ orientiert, sondern wir brauchen auch Menschen, die uns Hintergrundstücke liefern, die uns Einblicke in das Land verschaffen, tiefergehend berichten können, erklären können.
und aufzeigen, wie es tatsächlich den Menschen vor Ort geht, was die machen und was die leisten. Und das eben nicht nur, wenn es Katastrophen und Konflikte oder Krisen gibt, sondern eben auch im alltäglichen Leben und was da so passiert. Und ich denke, in einer globalisierten Welt macht es auch nur Sinn, dass wir als Journalistinnen und Journalisten da hingucken, abseits der aktuellen akuten Berichterstattung, wenn jetzt was explodiert. Und da ist die Bereitschaft doch sehr groß, auch diese Stücke zu nehmen. Und auch, ich glaube, in den letzten Jahren ein bisschen dahingegangen, dass die Redakteurinnen und Redakteure auch verstehen, dass es nicht unbedingt einen Deutschlandbezug haben muss, um die Menschen hier zu interessieren, was Menschen im Libanon so machen. Dann gab es die Frage von Michael Marx für die traditionelle libanesische Küche. Ja, die habe ich gelesen und ich vermisse die Küche jetzt schon, sind gerade mal 3 Tage. Ja, ich koche auch sehr gerne libanesisch. Die libanesische Küche eignet sich auch sehr für Vegetarierinnen, Vegetarier und Menschen, die sich vegan ernähren. Und ich kann jedem nur empfehlen, der oder die sehr gerne kocht, mal zu gucken, zum Beispiel im Internet, was es da so für Rezepte gibt. Also ja, ich vermisse das Essen dort sehr. Beispielsweise gibt es frischen Thymian, den man super in Salat machen kann. Oder Granatapfelsirup, den ich beispielsweise auch als Mitbringsel mitgenommen habe und der hier auch sehr gerne gegessen wird. Oder aus Syrien importierte frische Pistazien. Auch eine Delikatesse. Klingt gut. Die letzte Frage an dich, Julia, bevor wir zu Mareike gehen. Du hast dich ja für deine Korrespondentin beworben. Wir haben ungefähr so alle 1,5 Jahre einen Aufruf, wo sich neue Korrespondentinnen bewerben können. Dann testen wir das einfach, ob das passt. Und haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir dich gerne fest im Team hätten. Und von dir gerne würde ich jetzt am Schluss wissen, was bringt es dir konkret im Netzwerk dabei zu sein? Ja, ich habe mich beworben. Ich wollte auch schon früher bei Deine Corée sein und wir hatten uns ja auch auf einer Konferenz unterhalten und ich fand es einfach super, in einem Netzwerk mit Frauen zu sein, die im Ausland sind und die auch diesen Schritt gewagt haben, sich selbstständig zu machen, ins Ausland zu gehen, trotz aller Hindernisse, die das so bringt, sei das die Sprache, sei das sich ein neues Leben aufzubauen oder eben auch ein Netzwerk zu schaffen, von dem wir dann zehren können. Und ich glaube, der Vorteil ist einfach das Netzwerken, dass wir uns austauschen können. Und vorhin kam ja auch die Frage, also was hilft beispielsweise ins Ausland zu gehen? Und mir hat am meisten geholfen, dass ich eben einfach so viele Menschen gefragt habe und kannte, wie macht ihr das? Und natürlich auch nach Kontakten gefragt hatte und mir im ersten Jahr einfach ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut habe. Und ich glaube, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Und natürlich von den Erfahrungen deren zu profitieren, seien das jetzt beim Thema Honorare, wem kann ich wie was verkaufen, welche Auftraggebenden haben beispielsweise ein Interesse an konstruktiver Berichterstattung und so weiter. Also einfach dieses ganze Wissen, das da vorhanden ist. Super. Ja, Julia, vielen Dank. Bitteschön. Ich würde dich jetzt einfach mal virtuell umarmen. No. Ich bin Corona-frei. Es ist eine Corona-freie Umarmung. Ich habe 2 negative Tests. Ja, schön, dass du jetzt dich ein paar Wochen in Deutschland erholen kannst nach den sehr stressigen Zeiten. Und dann freuen wir uns natürlich auf die nächste Geschichte von dir. Vielen Dank, Julia. Bitte, gern geschehen. Macht's gut. Tschüss. So, und damit sind wir fast durch. Wir haben noch eine Korrespondentin in der Pipeline, Mareike Gräpel. Und bevor ich zu ihr komme, würde ich gerne noch eine Frage beantworten, die wir im Vorfeld bekommen haben. Da hatten wir nämlich in die Community gefragt, was interessiert euch? Stellt uns gerne Fragen, die euch unter den Nägeln brennen. Und eine Frage war, wie sieht eigentlich euer Geschäftsmodell aus bei deinen Korrespondenten? Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, die ich als Gründerin und Chefredakteurin natürlich ganz gut beantworten kann. Und zwar ist es so, dass wir im Wesentlichen 3 Standbeine haben, durch die wir uns finanzieren. Das ist zum einen Steady, was ich vorhin schon genannt hatte. Das heißt, wir haben da eine Mitgliederkampagne momentan so gut 150 Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns jeden Monat 5 oder 10 Euro überweisen. Das ist eine Einnahmequelle. Die zweite sind private Spenden, die gehen direkt auf unser Konto.
Also von Menschen, die uns einfach gut finden, die unsere Arbeit wichtig finden und die uns direkt unterstützen wollen, weil ehrlicherweise ist es bei Steady so, dass da 10% Provision abgehen. Das muss man sich natürlich bewusst machen. Auf der anderen Seite ist es relativ einfach. Deswegen machen das natürlich auch viele. Wir würden uns wünschen, dass es noch viel mehr machen, weil das einfach Einnahmen sind, mit denen wir dann verlässlich rechnen können, logischerweise. Und das Dritte sind Kooperationen mit Regionalzeitungen. Also wir haben einen Verteiler von ungefähr 40 Medien im deutschsprachigen Raum. Da ist zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, die sehr guter Kunde ist, wenn nicht gerade Corona ist. Und Anzeigen wegbrechen. Normalerweise übernimmt die Frankfurter Rundschau relativ häufig unsere Artikel. Ein weiterer verlässlicher Abnehmer ist eigentlich Edition F. Die haben auch eine ähnliche Zielgruppe, sodass da auch immer wieder Artikel von uns publiziert werden. Und Z hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder Artikel von uns übernommen. Und mit diesen drei Erlösquellen, sozusagen Revenue Streams, können wir uns finanzieren. Dadurch, dass ich das nicht Vollzeit mache und die Korrespondentinnen machen das natürlich auch nicht Vollzeit, sondern werden pro Artikel honoriert und haben darüber hinaus noch andere Abnehmer, normalerweise im deutschsprachigen Raum. Also seien es, so wie es Julia schon gesagt hat, Radio, also Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, oder eben Zeitungen oder Magazine, sodass sie dann einfach unterschiedliche andere Kunden noch bedienen und darüber hinaus eben bei deinen Korrespondentinnen im Netzwerk sind, um sich mit anderen gleichgesinnten Korrespondentinnen auszutauschen und vor allem natürlich den Schwerpunkt zu beherzigen, den wir haben. Also wir berichten nur über tolle, spannende Frauen weltweit, die man wahrscheinlich sonst eher nicht kennenlernen würde. Wir aber der Meinung sind, dass es total gut wäre, die mal sich näher anzuschauen, weil grundsätzlich in deutschen Medien viermal mehr über Männer als über Frauen berichtet wird und wir dem eben was entgegensetzen wollen und vor allem auch bei unseren Recherchen immer wieder auf spannende Frauen treffen und die eben in deutschen Medien viel zu wenig unserer Meinung nach vorkommen. So, das war jetzt irgendwie der kleine Erklärblock zwischendurch. Und jetzt zum Schluss hole ich, last but not least, wie man immer so schön sagt, Mareike Gräpel dazu. Und die sitzt, hallo. Nicht im Ausland, sondern in Haltern. Ganz genau. An der Grenze zum Münsterland und NRW, war das so? Ja, das ist richtig, ja, ganz genau. Genau. Und Mareike ist seit anderthalb Jahren unsere Deutschland-Korrespondentin und berichtet darüber hinaus aber auch aus Irland immer wieder, weil sie einen irischen Mann hat und immer wieder auch mit ihrer Familie, also auch mit ihren Kindern in Irland zu Besuch ist und hat auch eine ganze Weile auf der grünen Insel, wie man so schön sagt, gelebt. Und vielleicht kannst du so einen kurzen Einblick geben, wie ist eigentlich gerade die Lage im Hinblick auf Covid-19 in Irland? Ja, tatsächlich gar nicht so ganz anders. In dem ja sehr kleinen Land sind die Zahlen eigentlich ziemlich erschreckend im Moment. Also die sind auch sehr hoch gegangen in den letzten Tagen und Wochen. Insgesamt gab es in Irland ungefähr 38.000 Fälle bei einer Einwohnerzahl von knapp 4 Millionen. Davon sind ungefähr die Hälfte in Dublin gewesen, also nur im Großraum County Dublin. Und ja, das Gesundheitssystem in Irland ist schon unter besten Umständen eher wackelig. Und da ist es natürlich klar, dass die Iren da sehr nervös waren und sehr strenge Regeln und Maßnahmen ziemlich früh ergriffen haben. Ja, aber jetzt im Moment auch Restaurants und Pubs wieder geöffnet haben, aber dafür auch die Rechnung bekommen direkt. Ja. Und das letzte Mal auf Recherche warst du ja, glaube ich, im Mai in Irland. Juni. Im Juni, okay. Und hast danach quasi 14 Tage Quarantäne in Kauf genommen. Das heißt, du warst dann diese Zeit nicht bei deiner Familie, sondern genau, dein Mann hat auf die Kinder aufgepasst. Jetzt frage ich einfach mal ketzerisch, war es das wert? War das die Recherche wert, dass du dann 14 Tage von deiner Familie getrennt warst? Ja, also ja, war es auf jeden Fall. Aber es war natürlich auch nicht einfach. Also das muss natürlich dann auch alles organisiert werden. Und 14 Tage Quarantäne in Irland haben bedeutet 14 Tage drin sein.
Fenster auf Kipp, nicht vor die Haustür gehen, Lebensmittel per Online-Shopping bestellen und das Haus tatsächlich nicht verlassen, niemanden reinlassen. Das fand ich schon belastend, emotional auch, und bin froh, dass meine Familie das hier zu Hause ohne mich gut geschafft hat und mein Mann mich da sehr unterstützt hat und sich toll gekümmert hat, dass ich das machen konnte. Die Geschichten, die ich machen konnte nach diesen 14 Tagen, die waren es auf jeden Fall wert. Und ich muss natürlich auch zugeben, vorher hatte ich fast 2-3 Monate Homeschooling, eine Homeschooling-Situation hier zu Hause. Das heißt, ich habe in den 14 Tagen mehr schreiben können und arbeiten können als in den 3 Monaten vorher. Also das war so ein bisschen ja der große Vorteil, wenn man 14 Tage lang nur drinnen sein darf. Okay. Michael fragt, färbt die weit überwiegende römisch-katholische Grundhaltung in Irland die Berichterstattung in den Leitmedien? Und wie sehr spürst du davon etwas bei deinen Interviewpartnerinnen vor Ort? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da kürzlich noch mit einer Freundin drüber gesprochen, wie sehr mich das berührt, dass immer wieder in Gesprächen, egal zu welchem Thema, ob es um Abtreibung geht oder um die Drag Queens, die ich für eine der nächsten Geschichten interviewt habe, die Irish Navy Captains, die Bodyguard-Frau, was auch immer, welches Thema es auch ist. Früher oder später kommt immer der Satz, die katholische Kirche und der sehr strenge Glauben in unserem Land haben uns und unsere Kindheit und Jugend und unsere Elterngenerationen und die Generation vor uns so sehr beeinflusst, dass viele Dinge nicht so einfach sind. Also wir hatten ja kürzlich diese tolle Corrie-Kette zum Thema Verhütung. Das war sehr, die Sexualtherapeutin, mit der ich telefoniert habe, das war sehr beeindruckend, dass sie gesagt hat, die Iren haben kein Verhältnis, kein gesundes Verhältnis zum Thema Liebe, Sexualität. Und ja, das ist tatsächlich in jedem Interview immer wieder Thema, wie streng das gewesen ist bis noch vor kurzem. Vielleicht kurze Nachfrage dazu, wie weit sind die Bemühungen des irischen Staates, die Schulbildung quasi aus dieser Verquickung mit der katholischen Kirche herauszulösen? Also der Michael fragt, aus den Fängen der katholischen Kirche. Vielleicht kann man es ein bisschen neutraler formulieren, quasi aus dieser sehr starken Verzahnung möglicherweise. Was kannst du da erzählen? Ja, also Verzahnung ist, glaube ich, das richtige Wort. Als ich die Geschichte über das Abtreibungsreferendum, also ein Jahr nach dem Abtreibungsreferendum recherchiert habe, da hat mir die leitende Gynäkologin eines großen Krankenhauses in Dublin erzählt, dass das sehr schön ist, natürlich, dass die Gesetzeslage sich ändert, aber dadurch, dass die Schulen in Irland zu 90% noch von der katholischen Kirche getragen werden, ist es sehr schwierig, im Biologieunterricht sowas wie Aufklärung, Sexualkunde unterzubringen. Und dadurch entstehen natürlich immer wieder die ganzen Folgeproblematiken und dass junge Leute in Irland tatsächlich keine vernünftige, jetzt auch ketzerisch gesagt, vernünftige Aufklärung tatsächlich erfahren. Das ist in der Tat ein großes Problem. Das ist den Politikern und Politikerinnen durchaus bewusst, aber es fällt natürlich auch nicht leicht, sowas mal ebenso zu kippen. Die irische Stimmung ist natürlich so, dass durch die letzten beiden großen Referendumssituationen, durch die gleichgeschlechtliche Ehe, die ja vor 5-6 Jahren erlaubt worden ist, und jetzt das Abtreibungsreferendum, dass da eine Stimmung, eine Veränderungsstimmung ganz deutlich zu spüren ist. Aber es geht natürlich auch nur mit kleinen Schritten. Und in der Gesellschaft ist so ein großes Referendum auch nicht bei jedem sofort mit großem Applaus begrüßt worden. Bevor wir darauf nochmal zu sprechen kommen, wir haben die letzten 10 Minuten, sehe ich gerade an meiner Uhr. Diejenigen, die uns neu zugeschaltet haben, hallo, das ist unser erster Live-Talk auf Instagram. Wir sind deine Korrespondentin, das ist ein digitales Magazin. Das heißt, unsere Geschichten gibt es nur online zu lesen und wir berichten ausschließlich über spannende Frauen weltweit und seit 1,5 Jahren auch über spannende Frauen in Deutschland, mithilfe unserer Deutschland-Korrespondentin Mareike Gräfel, die uns gerade live zugeschaltet ist aus Haltern. Und das war ja auch tatsächlich eine deiner letzten Geschichten. Ich meine, du bist natürlich wahnsinnig fleißig, Mareike. Das weiß man schon gar nicht, wann diese Abtreibungsgeschichte erschienen ist. Aber
Es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns immer wieder begegnet. Also Gewalt gegenüber Frauen ist ein Thema, was sich eigentlich durchzieht durch unterschiedliche Länder. Das ist eigentlich unspezifisch, ob es jetzt in Frankreich ist oder in Ungarn. Das ist auf jeden Fall womit die Frauen immer wieder auch zu kämpfen haben. Und Abtreibung ist ein Thema, das ist, glaube ich, in Argentinien genauso aktuell wie eben in Irland. Und du hattest gerade schon das Referendum genannt. Vielleicht kannst du einfach kurz für diejenigen, die noch nicht so auf dem Stand sind, was sich da in den letzten Jahren in Irland getan hat im Hinblick auf Abtreibung, die abholen und sagen, was so der aktuelle Stand ist. Ja, sehr gerne. Also bis vor jetzt gut 2 Jahren war Abtreibung komplett illegal in Irland tatsächlich. Also man durfte aus medizinischen Gründen, durften die Ärzte entscheiden, ob eine Abtreibung sinnvoll ist. Aber wirklich nur dann und auch tatsächlich durften die Frauen das nicht selber entscheiden. Und dann gab es vor 2 Jahren ein Referendum und eine unglaubliche Wahlbeteiligung. Ganz viele Irinnen und Iren sind aus der ganzen Welt nach Hause gereist, um selber mit abzustimmen. Und es gab eine große Mehrheit für das Abtreibungsreferendum, also für die Legalisierung der Abtreibung. Und das ist dann innerhalb der Folgemonate umgesetzt worden. Tatsächlich ist es so, dass die Abtreibungsgegner jetzt die Zahlen beobachten. Früher sind am Tag 9 Irinnen, die das zugegeben haben, also die in Statistiken angegeben haben, dass sie nach England gereist sind oder nach Holland, um dort abzutreiben, 9 pro Tag. Aber natürlich immer auf sich alleine gestellt und ohne medizinische Versorgung. Jetzt sind es offizielle Zahlen natürlich, die den Abtreibungsgegnern quasi in die Hände spielen. Aber tatsächlich sind das alles Frauen, die das vorher heimlich, illegal und auf nicht besonders gesunde Art und Weise machen mussten. Okay. Ja. Es gab noch eine Frage allgemeiner Natur. Wie habt ihr die Herausforderungen der Corona-Krise erlebt? Was müsste sich auf deutscher Seite verbessern, um die Arbeitsbedingungen von Korrespondentinnen quasi zu verbessern? Ich kann sagen, dass im Zuge der schwindenden Anzeigenerlöse wir das auch gespürt haben, dahingehend, dass weniger Artikel von uns übernommen wurden. Also ich hatte vorhin die Frankfurter Rundschau genannt, die relativ zuverlässig Artikel von uns publiziert hat. Die hat sich ein paar Monate lang wirklich sehr stark zurückgehalten. Das war durchaus auffällig, auch was andere Medienpartnerinnen angeht. Und ansonsten war es natürlich so, glaube ich, dass die meisten Korrespondentinnen im Homeoffice gearbeitet haben, aber machen sie ja meistens sowieso. Die Frage ist ja, wie kann man rausgehen? Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen, Mareike? Abgesehen von Homeschooling. Ja, also deinen Termin vor Ort. Ja, also tatsächlich arbeite ich ja, wenn ich hier in Haltern bin, auch für regionale Tageszeitungen. Mhm. Und gerade in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie hätte ich sehr viele Theatertermine gehabt. Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen wären eigentlich im Mai und Juni gewesen. Und das sind natürlich alles Dinge, die auf einmal weggebrochen sind. Ich habe versucht, natürlich andere Themen aufzutun, aber es war natürlich sehr schwierig, Menschen zu treffen und interviewen zu können und berichten zu können. Das ist jetzt natürlich über die Zeit ein bisschen besser und wieder einfacher geworden, aber tatsächlich war das eine ziemliche Durststrecke, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die selbstständig sind und frei arbeiten. Mhm. Es gibt noch die Frage, Irlands Beziehungen zu den USA sind traditionell recht eng. Wie stehen die Iren zu dem aktuellen Präsidenten? Ja, ich versuche eine diplomatische Antwort. Offiziell versuchen die Iren, sich da ganz vorsichtig zu positionieren. Es gibt in den USA Millionen von Irinnen und Iren, die dort illegal leben, die nach dem Ablauf des normalen Besuchsvisums geblieben sind und dort keine Krankenversicherung haben und das Land nicht einfach verlassen können, um wieder einzureisen. Da gibt es natürlich immer wieder die Hoffnung, dass das irgendwann ein Präsident möglicherweise legalisieren könnte. Und ich glaube, da versuchen die Iren, sich nicht zu überwerfen, sind aber vorsichtig. Also unter der Hand sind die Iren da ähnlich wie wir und rollen auch mit den Augen und sind verzweifelt. Aber offiziell versuchen die,
durch diese Situation durchzukommen irgendwie. Und hoffen, glaube ich, auch auf November. Auf eine für uns positive Wahl. Okay. Ihr habt noch die Gelegenheit, jetzt 3 Minuten Mareike Fragen zu stellen, die euch interessieren. Eine Frage lautet, wie überlebt man denn im Ausland, wenn Aufträge einbrechen? Nun ist Mareike ja zwar immer wieder in Irland, momentan aber in Deutschland. Aber vielleicht kannst du sagen, wenn Aufträge wegbrechen, was macht man dann in der Zeit? Natürlich wurden wir in Deutschland, glaube ich, relativ stark durch den Hilfsfonds quasi aufgefangen, also wir als freie Journalistinnen und Journalisten. Aber wie geht man da normalerweise damit um? Was würdest du sagen? Ja, also ich hatte insofern ein bisschen Glück. Ich schreibe eine Familienkolumne regelmäßig und habe nicht nur einmal pro Woche über das Leben mit der Familie geschrieben, sondern dann täglich. Tatsächlich, wie man mit der Situation auch mit Kindern umgeht in einer Pandemie, was ja für uns alle neu war und sehr emotional und bewegend. Tatsächlich gab es natürlich auch je nach Bundesland unterschiedliche Hilfszahlungen und das hat ein bisschen geholfen. Allerdings, wenn man das nicht für Lebenshaltungskosten ausgeben darf, wird es für eine Journalistin schon sehr schwierig, weil ich weiß nicht, wie viel Druckerpapier ich kaufen sollte für 9.000 Euro. Das ist natürlich dann Geld, was einfach da liegt und verpufft. Das ist schwierig. Tatsächlich mache ich es ähnlich wie die anderen Kolleginnen auch, dass ich noch Übersetzungen mache und habe andere Auftraggeber, die auch in der Pandemie weiter zahlen konnten, Gott sei Dank. Aber wäre ich jetzt nur ausschließlich als Korrespondentin unterwegs, dann ich muss mit den Achseln zucken tatsächlich. Ich weiß, dass es viele Journalistinnen und Journalisten gibt, Fotografinnen und Fotografen, die nicht berichten konnten und vor dem Nichts stehen und standen. Mhm. Katharina hat noch geschrieben, dass sie sich für Stipendien beworben hat. Also, dass man damit quasi Covid-19-Stipendien sich auch über Wasser halten konnte. Und die Freischreiber fragen, wie viele Korrespondentinnen gehören aktuell zu unserem Netzwerk? Das sind eigentlich immer so plus minus 10, weil mehr kann ich nicht handeln. Wenn es 20 werden, wird es relativ unübersichtlich. Das heißt, es sind immer wieder auch Korrespondentinnen dabei, die dann von etablierten Medienunternehmen eingekauft werden und die dann nicht mehr für uns zur Verfügung stehen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Zum Beispiel die Italien-Korrespondentin Virginia Kirst wurde direkt, nachdem sie nach Italien gegangen ist, ein paar Monate später von der Welt weggeschnappt, sodass wir dann quasi nicht mehr von ihr beliefert werden konnten. Und dann ist es so, dass wir eben, wie ich es vorhin auch schon erwähnt hatte, alle 1,5 Jahre ein Call for Applications haben quasi, einen Bewerbungsaufruf und sich neue Korrespondentinnen bewerben können, so dass wir eigentlich im Prinzip immer so, weiß ich nicht, 2, 3 im Jahr verlieren, vielleicht so alle 1,5, 2 Jahre und dann kommen 2, 3 neue dazu. Und Mareike war ja unsere erste Deutschland-Korrespondentin und inzwischen haben wir sogar 3 Deutschland-Korrespondentinnen, also wir haben eine in Hamburg, eine in Berlin und Mareike ist die 3. Korrespondentin. Und jetzt sehe ich, dass wir noch 1:46 Zeit haben, weil dann, glaube ich, die Live-Schalte zu Ende ist. Und deswegen würde ich langsam zum Schluss kommen. Vielen Dank, Mareike, für deine Einblicke. Sehr gerne. Dankeschön. Bis bald mal wieder. So, und bevor wir das Ganze hier heute Abend beenden, würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir ein sehr engagiertes Instagram-Team haben mit Christine Memminger, die auch im Hintergrund heute dabei war und geguckt hat, dass technisch einigermaßen alles funktioniert. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für bedanken, dass ihr da so engagiert und passioniert dabei seid und einen Follower nach dem anderen an Land zieht. Das ist natürlich großartig. Darüber hinaus gibt es im Instagram-Team noch Katharina Wojcenko, die wir vorhin schon gesehen haben, aus Kolumbien und Caroline Küter aus Frankreich. Genau, und ich würde gerne am Schluss noch auf unsere Webseite hinweisen, www.deine-korrespondentin.de. Wir publizieren einmal in der Woche, immer mittwochs, eine große Geschichte, ein Porträt, eine Reportage, ein Interview.
Und die könnt ihr quasi nur bei uns lesen und sonst nirgends. Deswegen lohnt es sich, auf die Webseite zu gehen. Und wir haben mittlerweile mehr als 260 Geschichten publiziert über tolle Frauen weltweit. Genau, Katharina schreibt schon, falls ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben und uns natürlich auch eine Spende hinterlassen auf unserer Webseite und unser Newsletter abonnieren. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Vielen Dank.